Einige Wochen sind mittlerweile vergangen, seitdem Angie bekannt gegeben hat, dass er nichts mehr mit Capital zu tun haben will. Gleich danach sind viele weitere interessante Sachen passiert, viele Statements und Ansagen. Doch ein Rapper sticht hervor, denn Samra und Capital könnten wieder zusammenarbeiten. Einige Hinweise auf ein Comeback gibt es. Dass die beiden miteinander telefoniert haben, wissen die Fans und auch so haben sie Kontakt zueinander. Denn die beiden Gold- und Platin-Rapper folgen sich wieder auf Instagram und die Fans warten gespannt auf ein neues Kollabo der beiden. Doch vorher genießt Capi sein Leben in Dubai mit seinen Kindern und was die Zukunft so bringt, wird sich bald zeigen. Abgeneigt scheint Samra nicht zu sein, denn in seinem Livestream auf TikTok hat er darüber gesprochen. Auch Capital hat vor einigen Wochen über Samra gesprochen in seinem Livestream. Eventuell müssen wir nicht mehr lange warten und die beiden droppen einen gemeinsamen Song. Hier hört euch an, was Samra zu sagen hat. Telefoniert die letzten Tage. Er ist in Dubai, er braucht ein bisschen Erholung. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Aber ich will noch nichts sagen, so weißt du. Kommt immer drauf an, wie man sich fühlt und was man vorhat, um zusammenzuarbeiten. Ansonsten wünsche ich Capi alles, alles Gute. Capi, du bist ein sehr guter Junge. Bleib wie du bist und versuch auf jeden Fall keine Drogen zu nehmen. Kannst ja mich als Vorbild nehmen, Digga. Wenn er zusammen zum Sport. Hauptsache, man nimmt nicht diese Drecksdrogen. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass die beiden was gemeinsam geplant haben und würdet ihr euch über ein neues Kollabo freuen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.